freue mich, die Frau Skopi vorstellen zu dürfen. Vorhin hat sie ja Dr. Braunwart schon in ihrer Funktion vorgestellt. Sie halten uns einen Vortrag über Polyvagaltheorie, ein neuer Aspekt bei Depressionen. Ich bin ganz gespannt auf Ihren Vortrag. Und dann noch einen kleinen Nachtrag, das habe ich vorhin übersehen. Ich habe die Angehörigenverein begrüßt, aber da hockt auch noch jemand von den betroffenen Vereinen, die Frau Richter. Herzlich willkommen vom Verein Pandora. Frau Skopi. So. Okay, vielen Dank erstmal für die Einladung und vielen Dank für die antidepressive Musik, die ich sehr genieße. Und eigentlich ist diese musikalische Untermalung und Begleitung fast schon ein Stück weit mit ein Bestandteil von dieser Polyvagaltheorie, die ich Ihnen heute vorstellen möchte. Die Polyvagaltheorie, ein neuer Aspekt bei Depressionen, heißt nicht schwerpunktmäßig, dass es tatsächlich ein neues Erklärungsmodell für Depressionen generell oder im Spezifischen gibt. Aber wir haben im Moment eine Veränderung in Erklärungsmodellen, die vor allem letztendlich auch für uns Psychologen nicht ganz unerheblich ist. Wir haben ja in dem letzten Schaubild gesehen zu diesem Kreislauf biopsychosoziales Modell. Wir Psychologen, und da gehöre ich ja auch dazu, seit mittlerweile 35 Jahren, wir sind ja doch relativ begrenzt. Wir sind begrenzt auf tatsächlich eher psychisch und kognitive Elemente in der Therapie und in unseren Ätiologien und Verstehensmodellen. Und nach vielen Jahren aktivster psychotherapeutischer Arbeit war für mich immer irgendwo so ein Punkt erreicht, so vor ein paar Jahren. Aber was ist eigentlich mit dem Körper? Es gibt einfach Regulationen, die unsere Arbeit in der Therapie und auch in der Symptomatik beeinflussen, die sich aber durch psychologische Modelle oder kognitive Modelle weder erklären lassen, geschweige denn verändern lassen. Und so bin ich auf meinem Dahinmeandern durch verschiedene Phasen meiner eigenen therapeutischen und Therapieschulen, Weiterentwicklung, irgendwann tatsächlich bei einer Körpertherapieausbildung gelandet, vor 4 Jahren bei der Somatic Experiencing. Und bei der Somatic Experiencing spielt die Polyvagaltheorie eine nicht unerhebliche Rolle, und das möchte ich Ihnen ganz gerne darstellen. Wenn wir zunächst einmal bei Depressionen von den psychologischen Grundannahmen ausgehen, dann ist eins von den Standardannahmen, neben allen physiologisch oder neurobiologischen Grundlagen, die Dispositionen der Person. Da unterscheiden sich schon natürlich jetzt medizinische und psychologische Konzepte, geringfügig, aber zumindest von der Persönlichkeitsstruktur her. Das heißt, wovon wir ausgehen, wenn eine Depression tatsächlich als Kardinaldiagnose, Kardinalsymptom ausbricht, dass die Person selbst eigentlich nur im Wesentlichen auf eine zentrale Selbstwertquelle ausgerichtet ist. Das kann eine Beziehung sein, eine Bezugsperson, eine Bindungsperson, das kann aber eine berufliche Identifikation sein, eine Familie, ein Lebensziel. Das heißt, diese Tätigkeit oder diese Bezogenheit auf einen Menschen, auf eine Tätigkeit, auf ein Projekt, ist sozusagen die Quelle und die Basis dafür, sich selber als wertvoll oder als sinnhaft in der eigenen Existenz oder tatsächlich als zufrieden, als stolz, als am Ziel angekommen zu erleben. Wenn wir eine depressogene Lebens- und Beziehungsgestaltung haben, dann ist diese Orientierung und Ausrichtung eher spezifisch. Das heißt, alles, was sozusagen diese selbstwerterhaltende Quelle als Person oder Tätigkeit gefährdet, ist im Grunde eine maximale Bedrohung. Und wir haben ja sehr häufig dann eben auch schon gehört, dass eben tatsächlich Lebensereignisse natürlich schwere depressive Reaktionen auslösen können. Vielleicht muss man unterscheiden zwischen wirklich depressiv-reaktiven Symptomen und dem, was tatsächlich womöglich originär als Krankheit oder Störung auch in neurophysiologischer Hinsicht zu verstehen ist. Wenn der Selbstwert grundsätzlich gering ist, dann versagt sich die Person aber auch unter Umständen eine zentrale Bezugsperson, weil sie sich nicht für wert erachtet. Das heißt, wir sind ja letztendlich, das ist keine neue Information, wir sind ja soziale Wesen.
Wir sind orientiert, in Rudeln aufzutreten. Wir wollen dazugehören. Alles, was sozusagen unsere Zugehörigkeit bedroht, ist letztendlich etwas, was massiven Stress auslöst. Und warum, das werden Sie heute noch hören. Moment. Das heißt, bei der Beziehungs- und Bindungsregulation, und das ist tatsächlich das Kernstück der depressogenen Erklärung in der Psychologie, heißt, dass Interaktionen und die innere Ausrichtung auf die idealisierte Bezugsperson zu einer impliziten Beziehungsregel führt. Implizit deshalb, weil wir normalerweise nicht in diesen Worten denken, aber trotz alledem ist sozusagen unsere Interaktion und unsere persönliche Ausrichtung von dieser Bindungsregel, die sehr, sehr früh angelegt wird, bei allen Menschen in einer spezifischen Definition oder Semantik. Und die implizite Bindungsregel bei der depressogenen Beziehungsregulation heißt, ich 50 Zentimeter plus, ich muss dafür sorgen, dass ich dich, meine Bezugsperson, in eine emotionale Balance bringe, dass ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich das bekomme, was ich dringend brauche, auch tatsächlich bekomme. Das heißt, alles das, was sozusagen über Bindungsverhalten, über Beziehungsregulation wirklich von Anbeginn des Lebens an funktioniert, ist das, dass sozusagen über die Feedbackschlaufen, über die Rückkopplung der Bezugspersonen etwas entsteht, was wir dann zu einem Selbstkonzept machen, beziehungsweise was wir dann als Basis für weitere Beziehungsgestaltungen und Selbstwertquellen zugrunde legen können. Das heißt, depressogen orientierte Bindungsregeln und Bindungsdynamiken definiert sich der betreffende Mensch eher als Verwalter der guten Laune der zentralen Bezugsperson. Weil nur dann, wenn es mir gelingt, mein Gegenüber, meine Mutter, mein Vater, wenn man es mal so im klassischen Sinne nimmt, tatsächlich in eine Verfassung zu bringen, dass mein biologisches System und das biologische System meiner Bezugsperson so weit aufeinander feingetunt sind, dass ich tatsächlich gewährleistet bekomme, zentrale Bedürfnisse befriedigt zu bekommen, nur dann habe ich eine Überlebenschance. Wir sind ja Nesthocker, wir sind ja lange in der Aufzucht und in der Versorgungsnotwendigkeit, das heißt, der Mensch ist ja anders als viele Tiere auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass es eine Bezugsperson gibt, die sich tatsächlich verantwortlich fühlt und uns zumindest im lebensnotwendigen Sinne mit dem versorgt, was wir tatsächlich brauchen. Das heißt, diese innere Ausrichtung und die Verhaltensmuster in der Beziehungsgestaltung, die sind von der emotionalen Qualität und von den Verhaltensmustern eher so, dass wir versuchen, versöhnlich zu sein, verstehend, geduldig, kritiklos, nachgebend, aufopfernd, hingebend, mitleidend, mitfreuend, stillleidend, altruistisch. Das heißt, alles, ich bin bereit, alles zu geben, alles zu tun, dass du, meine zentrale Bezugsperson, mir nicht verloren gehst. Das heißt, im Grunde ist es eigentlich das, was wir in der Psychologie eher dependente Regulation nennen. Die Grundlage dafür, dass wir uns so verhalten, ist auf der einen Seite natürlich eine biologische Notwendigkeit, weil meine Mutter, mein oder meine Bezugsperson sich nicht basal um mich kümmert, dann bedeutet es tatsächlich logischerweise für ein Kleinkind, für ein Säugling der physische Tod. Es gab ja mal vor vielen Jahren, 18. Jahrhundert, ein relativ makabres Experiment, wo ja genau diese Abhängigkeiten auch noch einmal deutlich gemacht worden sind, was das auf der Bindungsebene bedeutet, auf der emotionalen Ebene. Und auch das werde ich Ihnen kurz zeigen. Es gibt einen Klassiker eigentlich, ein klassisches Modell in der Psychologie, nämlich die Bedürfnishierarchie nach Maslow. Das heißt, wir alle haben eine Bedürfnislage und das ist völlig anders als Wünsche. Wünsche hat jeder von uns, aber Wünsche müssen nicht erfüllt sein. Wünsche können erfüllt sein. Bedürfnisse müssen erfüllt sein. Und die Annahme dieser Bedürfnishierarchie heißt, dass erst die zentralen Bedürfnisse, die unteren Ebenen der Bedürfnisse befriedigt sein müssen, dass wir uns den übergeordneten Bedürfnissen zuwenden können. Was heißt es jetzt letztendlich? Wir alle haben eine physiologische und biologische Grundregulation. Das heißt, wir müssen irgendwann essen. Auch ein magersüchtiger Mensch muss irgendwann essen. Oder wir verhungern. Wir müssen irgendwann trinken. Wir müssen irgendwann in eine Aktivierung kommen. Wir müssen irgendwann in eine Ruhephase kommen.
ohne dass diese biologischen Grundregulationen erfüllt sind, sterben wir physisch. Als zweite Ebene kommen Sicherheitsbedürfnisse nach Zugehörigkeit, nach sich geschützt fühlen können, nach Geborgenheit, aber natürlich auch nach Bindung. Und wir sind darauf angewiesen, dass wir in irgendeiner Form eine Resonanz kriegen auf unsere Bindungssuche. Es muss irgendwann jemand kommen. Wenn kleine Kinder bindungssuchendes Verhalten zeigen, zum Beispiel durch Weinen oder Schreien oder Quengeln, braucht es eine Antwort. Wenn es keine Antwort darauf gibt, verharrt das System in einem schweren Schockzustand. Der kann dahingehend bis zum physischen Tod. Also wir reden tatsächlich über zentralste Dinge, die in dieser depressogenen Regulation eben zu wenig stattgefunden haben oder zu einseitig stattgefunden haben. Und dieses makabre, also heute ethisch verwerfliche Experiment von Friedrich II., der wollte eigentlich nur rausfinden, ob Sprache angeboren ist. Der hat 12 Säuglinge, 12 Neugeborene isoliert, hat sie von Ammen versorgen lassen. Das heißt, die unterste Ebene, biologische und physiologische Bedürfnisse sind befriedigt worden. Die sind gefüttert worden, die sind gewaschen worden, die sind versorgt worden, aber diese Ammen hatten den Auftrag, keinerlei Bindungsverhalten aufzubauen. Weil man wollte ja wissen, fangen die, auch wenn die eine Tutsi, Tutsi, Butzi, Butzi, was macht dein Bäuchlein hören, trotzdem anfangen zu sprechen. Und das Ergebnis war, dass innerhalb von 6 Monaten diese Säuglinge alle verstorben sind, obwohl die körperliche, biologische Grundversorgung erfolgt ist. Das heißt, das, was wir brauchen, nämlich Bezogenheit auf jemanden, dass wir uns beziehen können, dass jemand in einer Bindung und in einer Beziehungsregulation zu uns ist, ist lebenswichtig. Das ist anders als ich wünsche mir eine glückliche Beziehung. Ja, wir brauchen tatsächlich den Kontakt zu anderen Menschen auf eine uns nährende Art und Weise. Und um das zu gewährleisten, sind wir hochadaptiv, hochadaptiv. Das heißt, Kinder kriegen sehr, sehr früh raus, wie sie sein müssen, um das andere System so zu regulieren, nach Möglichkeit, dass es eine Wahrscheinlichkeit gibt, selber an diesen emotionalen, von diesen emotionalen Bedürfnissen eine zumindest ausreichende Portion erfüllt zu bekommen. Wenn diese niederen, diese primären Bedürfnisse nicht erfüllt sind, können wir auch die übergeordneten Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung, nach Wertschätzung, nach ästhetischen Dingen ja, nicht erfüllen. Es wird darum ganz simpel, wenn ich in der Wüste verloren bin und ohne Wasser bin, brauche ich nur Wasser. Da können Sie mir mein Traumhaus, mein Traumauto, den Traummann vorbeischleppen, ist mir völlig wurscht. Ich brauche nur was zu trinken. Das heißt, diese Hierarchie bedeutet, dass wir tatsächlich eben eine Grundlage brauchen, um uns gesund zu entwickeln. Also Bedürfnisse müssen erfüllt werden und Bedürfnisse sind keine Wünsche, sondern notwendige Belange. Bei Nichterfüllung zentraler Bedürfnisse ist das Leben in Gefahr. Bei intensiver Bindung, auch das ist ja ein Phänomen, das wir kennen, dieses sogenannte Broken Heart Syndrom. Das heißt, wenn jemand lange, lange Jahre in einer engen Verbindung mit einem Partner, mit einer Partnerin ist und dieser stirbt, dass es tatsächlich zu einem physischen Tod kommen kann, durch dieses, das müssen die Mediziner erklären, durch das Broken Heart Syndrom, obwohl im Grunde kein organischer Schaden vorhanden ist. Das bedeutet, die Bindung geht verloren und es ist eine existenzielle physische Situation. So, was hat das jetzt eigentlich mit der Polyvagaltheorie zu tun? Die Polyvagaltheorie von dem Stephen Porges ist im Moment, vielleicht schon, es beginnt ein bisschen hip zu werden, aber das hat natürlich auch was für sich, wenn wir von folgenden Regulationen ausgehen, die viel basaler sind als die Psyche. Ja, also wir in der Psychologie oder Psychotherapie, wir arbeiten ja eigentlich schwerpunktmäßig immer mit den Emotionen oder mit den Kognitionen. Wir arbeiten ganz, ganz wenig mit dem Körper und das ist eigentlich fatal, weil sich die ersten und die grundlegenden Regulationen auf einer stressphysiologischen und auf einer nerven- und neurobiologischen Ebene zeigen. Und diese Polyvagaltheorie, die besagt eigentlich im Grunde was relativ
Bekanntes. Ja, ist also keine völlig neue Wahrheit. Aber die hat ein zusätzliches Element mit drin, das wir in der Therapie wahrscheinlich irgendwann vielleicht mal nutzen können. Die Grundaussage ist erstmal nur, dass wir haben zwei Nervensysteme, zwei große Bereiche, zentrales Nervensystem und das autonome Nervensystem. Das zentrale Nervensystem ermöglicht uns unter anderem willentliche Prozesse. Also wenn ich meine Hand bewege, dann ist es ein willentlicher Prozess, wenn ich es bewusst tue. Aber unser autonomes Nervensystem oder auch das vegetative Nervensystem, das unterliegt weitgehend nicht unserer Kontrolle und oft auch überhaupt nicht in vielen Bereichen unserer bewussten Wahrnehmung. Das heißt, wir können gar nicht wirklich realisieren, was in unseren inneren Prozessen überhaupt alles passiert. Das ANS arbeitet also subkortikal, nicht mit meinen Gedanken und mit meinen Intentionen steuerbar. Es besteht aus verschiedenen Arealen und hat spezifische Spezifizierungen auch. Das heißt, das ANS und das ZNS, das zentrale Nervensystem, die arbeiten in allen Körperregionen, fast allen Körperregionen zusammen. Und es besteht zum einen aus dem Hirnstamm, Steuerung von Reflexen, und dann kommen zwei weitere Systeme dazu, und um die geht es eigentlich in dieser Polyvagaltheorie. Weil das autonome Nervensystem nach dieser Theorie besteht aus dem Parasympathikus, das ist eigentlich unser ältester Teil. Evolutionär gesehen ist das der älteste stressphysiologische, neurologische Teil. Der ist verbunden mit einem Nerv, mit dem sogenannten Vagusnerv, der dorsal, also an unserer rückwärtigen Seite läuft. Und dieses parasympathische System durch den dorsalen Vagus hat eine Zuständigkeit für Regeneration und Vitalfunktionen. Ja? Wenn wir das Stresssystem uns angucken, dann arbeitet es sozusagen wie auf einem Kontinuum. Das parasympathische System ist zuständig für den Feierabendseufzer, für Regeneration, für Entspannung, für Erholung. Das reguliert aber bei Gefahr auch noch ganz andere Prozesse. Wenn tatsächlich ein massiver Gefahrenreiz erkannt wird, dann führt der Parasympathikus dazu, dass wir Notfallreaktionen zeigen, die mit Lebensgefahr verbunden sind. Mit Lebensgefahr. Zum Beispiel, wenn wir sozusagen in dieser Bedrohungssituation ist, als primäre Reaktion dieses Systems, dann haben wir auf der einen Seite noch eine aktive Handlung durch Unterwerfung, Kehle hinhalten. Ja? Wenn sich diese Gefahr sozusagen darüber nicht abdecken lässt, dann kommt ein sogenannter Todstellreflex. Wir verharren, wir werden immobil. Das lässt sich noch weiter steigern durch einen Freeze-Zustand. Das heißt, im Innern ist eigentlich eine Aktivierung, aber in der Motorik und in Vitalfunktionen ist völlige Erstarrung. Und das ist nur noch steuerbar oder noch weiter sozusagen steigerbar durch den physischen Tod. Also das, was der Parasympathikus uns zur Verfügung stellt an Entspannung, wird bei Gefahr zu einer völligen Immobilisierung, ja, um unser Überleben physisch zu gewährleisten. Zu diesem parasympathischen System gehört auch der ventrale Vagus, der vorne verläuft und der alles steuert, was mit unserer Mimik zu tun hat und mit sozialer Kontaktaufnahme. Das heißt, wenn wir lächeln, die Ringmuskeln um die Augen, die Stimmlage, es steuert Prozesse im Mittelohr, ja, dass wir sozusagen über die Prosodie, über die Stimmlage des Gegenübers hören können, bin ich in Gefahr, ja? Oder bin ich in Sicherheit? Also sprich, dieses System der sozialen Verbundenheit als jüngstes System, das ist hierarchisch geordnet, ja, mit dem ventralen Vagus ist unmittelbar verbunden mit dem Parasympathikus, der für Lebensgefahr zuständig ist. So, und jetzt wird es eigentlich erst richtig interessant, sozusagen als kleines Intro. Wenn wir nämlich in einer Situation sind, wo tatsächlich die sozialen Verbindungen, Kontaktmöglichkeiten, Interaktionen, Beziehungsregulationen unterbrochen sind, wie aktuell
Klammer zu, dann kann etwas passieren, nämlich wenn ich sozusagen den Kontakt zu meiner Umwelt oder zu den Menschen verliere, obwohl die vielleicht auch noch da sind, weil Gefahr ist oder weil subjektiv Gefahr implizit wahrgenommen wird, dann kann sich das koppeln mit dem Parasympathikus und wir kommen eigentlich in eine Notfallregulation auf der Stressebene, wie als wären wir faktisch wirklich in Lebensgefahr. Ja? So, das hat evolutionär gesehen eigentlich auch seinen Sinn. Und das hat psychologisch natürlich insoweit fatale Auswirkungen, als alles, was mit Verlusten oder Trennungserfahrungen zu tun hat, in unserer evolutionären Geschichte, also subkortikal, ja, im Stammhirn, eine völlig andere Bedeutung hat als psychologisch. Nämlich das bedeutet, ich muss sterben, weil ich kann, wenn meine Herde weiterzieht, nur das Feuer bewachen, die Höhle sichern, mich mit mir fortpflanzen und das Mammut jagen. Das heißt, wenn ich getrennt bin von meinem sozialen Verbund, das ist das, was in unseren Hirnen ganz tief noch drin ist, dann bedeutet das, ich muss sterben. Ja, darum reagieren viele Menschen auch jetzt vielleicht ein bisschen nachvollziehbarer mit so katastrophalen Erlebniszuständen, wenn tatsächlich eben schwierige Lebensumstände sind oder wenn wir tatsächlich Sicherheiten verlieren. Ja, das kann auch jetzt zum Beispiel durch diese Naturkatastrophen sein. Wir verlieren die Verbundenheit zu unserem Zuhause, zu unseren Menschen, zu all dem, was uns Sicherheit und Regenerationsmöglichkeit gibt. Und wenn wir das natürlich in Betracht ziehen, dass ein Verlust an sozialer Verbundenheit und Interaktion mit Lebensgefahr gekoppelt ist, ja, dann ist natürlich auch vielleicht ein Stück weit für uns Psychologen auch nachvollziehbarer, warum hängen Menschen, mal so unprofessionell gesagt, warum hängen Menschen manchmal so massiv drin und warum greifen oftmals auch unsere psychologischen und kognitiven Interventionen nicht? Also vorhin war die Rede davon, dass bei Depressionen so viel Selbststigmatisierung ist. Das stimmt. Das haben wir natürlich auch bei anderen Diagnosen. Aber das haben wir natürlich, wenn wir diese biologischen Aspekte in unsere therapeutische Grundverständnismodelle nicht mit einbeziehen, natürlich noch mehr. Wir versuchen irgendwie kognitiv zu sagen, ja, der Gedanke beeinflusst die Emotion und die Emotion beeinflusst unser Verhalten. Das ist alles richtig, ja. Aber es funktioniert oft nicht und wenn das nicht funktioniert, hängt es in der Regel damit zusammen, dass das physiologische, biologische System mit einer ganz anderen Notfallsituation, Notfallreaktion gekoppelt ist, dass sozusagen in dem Zustand des parasympathischen Shutdowns sowas wie Einsicht und Kognition eigentlich überhaupt gar nicht möglich ist. Das heißt, unsere Interventionen setzen im Grunde eigentlich in einem biologischen System an einer Stelle an, dass dieses biologische System Mensch überhaupt nicht zur Verfügung stellen kann. Ja? Und das wird vielleicht noch spannend, wenn sich diese Aspekte, die ja nicht ganz unbekannt sind, aber einfach nicht berücksichtigt sind in unseren therapeutischen Konzepten, tatsächlich womöglich nochmal eine Auswirkung finden. Wenn wir jetzt natürlich in die aktuelle Situation reinschauen, dann hat es natürlich auch eine Auswirkung. Ja? Also ich sage mal so, das Thema ist ja breit gelatscht ohne Ende, aber wir werden noch sehen, was Corona auch auf dieser ventralen Vagusebene tatsächlich noch an Auswirkungen hat, die uns vielleicht mittel- und langfristig beschäftigen. Ja? Vor allem auch in dem Bereich mit den Kindern. Ja? Also Zitat eines jungen Kollegen, der in einer Familienwohngruppe, in einer Jugendhilfeeinrichtung arbeitet, der war ungelogen zu Tränen, ja, ergriffen, weil er gesagt hat, die Kinder, die kleinen Kinder, die in dieser Einrichtung sind, die haben Entwicklungsverzögerungen, was das Sprechen betrifft, weil die können nicht mehr sehen, wie man Worte bildet. Ja, weil von dem, dass die Kontaktaufnahme schwierig ist, dass wir an der Stelle Katastrophen eigentlich produzieren, bei aller Sinnhaftigkeit oder auch nicht, ja, weil wir genau das, was sozusagen unser Überleben sichert, nicht als Wunsch, ich hätte gerne irgendwie Kumpels, sondern im Sinne von dieser Bedürfnishierarchie. Wir brauchen Verbundenheit und Bindung zu anderen Menschen. Wir müssen ein Signal von Sicherheit in der Interaktion haben.
Und die Situation, in der wir aktuell drinstecken, verunmöglicht das eigentlich großflächig. Ja? Also wir sind staatlich verordnet dazu gezwungen, auf das, was der natürlichste Regulationsmechanismus, antidepressogen, ja? Wir müssen darauf verzichten. Und wir sozialisieren hier so eine kleine Generation, dass die das, was sozusagen notwendig ist, um in einem inneren neurophysiologischen, gesunden Zustand sein zu können, dass die das mit Gefahr assoziieren. Also manchmal erwische ich mich ein bisschen bei apokalyptischen Visionen, was da noch kommt, ja? Weil das, was sozusagen das Natürlichste duzi, duzi, duzi zu machen und das Bäuchle tut weh. Die Semantik ist ja völlig wurscht, ja? Aber ich bin im Kontakt und meine, ich sehe, dass die Mama lächelt oder ja, mich beruhigt, das biologische System greift positiv auf mich ein, ja? Dass das sozusagen in einem für uns üblichen, bisher üblichen Rahmen nicht mehr möglich ist. Und vielleicht noch so als ein Extrembeispiel von einer ehemaligen Klientin, die lang ersehnt ihr erstes Kind bekommen hat und die Dankeskarte war ein Foto, wo sie mit ihrem Mann und dem Baby auf dem Schoß auf dem Sofa sitzt und die Eltern tragen Maske. Ja, so. Also das heißt, wir müssen gucken, dass wir sozusagen nicht komplett gegen diese Grundbedürfnisse anleben, weil wir dadurch Schädigungen nehmen. Ja? Punkt. So. Und die Polyvagaltheorie macht eben das doch deutlicher, unabhängig von Corona selbstverständlich, ja, wie eng sozusagen drohende Verluste auf der Beziehungs- und Bindungsebene tatsächlich eben mit stressphysiologischen Lebensgefahrsignalen verbunden ist. Wir haben aber noch dazwischen sozusagen zwischen dem Parasympathikus als ursprünglichstes, ältestes Stressregulationssystem und diesem jüngsten Social Engagement System, das verbunden ist über diesen Vagusnerv, noch ein anderes System, nämlich den Sympathikus. Das ist der zweitälteste Strang in dem autonomen Nervensystem, der zum einen auch da wieder Kontinuum notwendig ist und hilfreich ist, dass wir uns aktivieren, so nach dem Motto, der Keller ist jetzt dran zum Ausmisten. Ja? Aber es kann sich steigern bei Gefahr bis hin zu massiven Panikreaktionen, sowohl biologisch, physiologisch, neurologisch, ja, dass sozusagen wir den Kopf verlieren. Ja. Der Volksmund weiß das ja alle schon. Der sagt, da ist man kopflos, das stimmt, weil da vorne orbitofrontal ist keine Aktivierung mehr möglich. Das heißt, ich kann nicht mehr updaten, was ist hier los, was habe ich für Möglichkeiten zu handeln, wie kann ich jetzt wieder für Sicherheit sorgen. Und diese Stressregulationen, die so hierarchisch angesiedelt sind, die reagieren tatsächlich wie in Kaskaden. Das heißt auch, dass ich komme ja eigentlich schwerpunktmäßig aus der Trauma-Ecke. Da gibt es immer so einen Begriff, nämlich Mimikrie oder Täuschungsverhalten. Wobei ich Täuschungsverhalten als eine Strategie sozusagen, als eine Möglichkeit auf Extremgefahr, Man-Made Disaster zu reagieren, eigentlich immer negativ finde. Täuschung ist eine negative Konnotation. Aber das Mimikry, das wir von Tieren kennen, so wie bei den Chamäleons, die sich ganz schnell ihrer Umgebung anpassen, dass man sie eigentlich gar nicht mehr unterscheiden kann, ja, als Figur vom Grund, das haben wir offensichtlich durch dieses Social Engagement System auch. Und was bedeutet das? Das heißt, wenn Gefahr ist, versuchen wir in der Regel, zumindest wenn es um menschenbezogene Gefahr geht, durch adaptives Verhalten unbewusst zu beschwichtigen, zu beruhigen, einzugreifen. Was heißt es zum Beispiel, wenn wir in die Therapie schauen, da erzählt mir eine Klientin, dass sie schon als Fünfjährige, wenn der Papa besoffen war, sich auf seinen Schoß gesetzt hat und ihm das Gesicht gestreichelt hat, weil sie Angst hatte, wenn der eskaliert, ja, dann brennt die Hütte. Die hat nicht gewusst, was sie tut. Das waren keine intentionale Handlungen. Wir reden hier von autonomen Nervensystem, subkortikal, das solche Strategien zur Beruhigung oder zur Gefahr Abwendung bereithält. Oder eine Klientin, die heute erzählt hat,
die kann null für sich eintreten, null. Die hat keine autoprotektiven Mechanismen für sich, aber die hat ein Fürsorge- und Schutzverhalten für andere, subkortikal. Fürsorgeverhalten müssen wir nicht lernen, das ist sozusagen wie ein angeborener Trieb in uns. Wenn es um Gefährdung von anderen geht, Gefährdung ihrer Freundin zum Beispiel, hat sie heute erzählt, diesen Freund hat sie, der gewalttätig war und ihr Freundin geschlagen hat, so beredet, auf den hat sie so eingewirkt, dass der sich am Schluss entschuldigt hat und geweint hat. Die hat keine Ahnung, was sie dem gesagt hat, aber sie hat sozusagen in dieser extremen Stresssituation aus Angst auf dieses Social Engagement System zurückgreifen können und etwas Sinnhaftes getan. Das heißt, in diesen autonomen oder Reaktionsmustern ist alles drin, was wir tun können, um Schutz zu suchen, unter die Fittiche zu kriechen, Trost zu holen. Und wenn wir diese Möglichkeit nicht haben, erst dann schaltet unsere Stressregulation auf die nächste Stufe, Sympathikotone-System, Angriff, Flucht, Abwehr. Und geht es auch nicht, dann geht es runter ins parasympathische System. Wenn es natürlich um drastische oder akute Verluste geht, kann ich nichts mehr tun. Dann überspringt man praktisch in der Stressregulation schier den Sympathikus und dann geht es sofort in den Shutdown. Und da hängen ja viele unserer schwer depressiven Klienten auf eine wirklich beunruhigende Art und Weise drin. Die Wahrnehmung, ob Gefahr vorliegt oder Sicherheit, ob wir uns ja gut aufgehoben fühlen können oder nicht, ist keine kortikale Funktion, sondern das ist der Bereich, der mit dem Begriff der Neurozeption umschrieben wird. Das heißt, diese drei Ebenen der autonomen Regulation haben quasi sowas wie einen Scanner. Ja, das ist so wie der scannt ununterbrochen die Umgebung im Innen und im Außen, ob ich mich sicher fühlen kann oder nicht. Wenn ich in einer Interpretation von Sicherheit bin, durch Stimme, Kontakt etc., dann sind alle anderen Stresssysteme quasi inhibiert und wir können nur das nutzen, zum Glück, was eben konstruktiv ist, die Entspannung und Regeneration oder die Aktivierung und Unternehmung. Das heißt, diese Nervensysteme ermöglichen uns also prosoziales Verhalten und den Aufbau sozialer Beziehungen. Aufgrund der Bedürfnismatrix von Maslow brauchen wir soziale Bindung und basale Sicherheit, dass sich der gesunde Mechanismus des dorsalen Vagus aktivieren kann und wir uns fallen lassen oder hingeben können. Also das, was in diesem Parasympathikus bei Gefahr bis zur völligen Erstarrung geht, kennen wir ja aus so Stuporphasen, ja, wenn jemand völlig unbeweglich ist, nicht mehr sprechen kann, kein Broca-Zentrum mehr aktiv ist. Aber auf einer konstruktiven Ebene hat es eine Immobilisierung auch im Sinne von Intimität und Loslassen. Was bedeutet Loslassen? Das ist eigentlich eine parasympathische Regulation. Das heißt, es besteht eine unbedingte Abhängigkeit von Bezugspersonen, die zur basalen Bedürfnisbefriedigung notwendig sind. Und wenn die Qualität des Kontakts keine Sicherheit gibt, dann werden die Sympathikotonenmuster aktiviert, bindungssuchendes Verhalten. Und wenn dies auch nicht erfolgreich wird, dann kommt dieses parasympathische System. Was bedeutet das jetzt nochmal kurz zurück zu Kindern? Es gibt eine experimentelle Untersuchung zum sogenannten Still Face. Still Face Untersuchungen bedeuten, die beobachten, was passiert in Kleinkindern, wenn die in Kontakt sind, in der Regel mit ihren Müttern. Geht, glaube ich, bis zu einem Dreivierteljahr, also 9 Monate. Das heißt, erst in der Studie sind die Mütter mit den Kindern in Kontakt. Ja? Da sieht man sozusagen, wie die sich wohlfühlen und quietschen und zappeln. Dann kriegen diese Mütter eine Instruktion, nämlich sie sollen da sitzen bleiben, aber nicht mehr auf bindungssuchendes Verhalten der Kinder reagieren. Das heißt, die fangen an zu quengeln, Sympathikoton, die werden motorisch unruhig, die versuchen zu weinen oder irgendwie die Mama wieder auf sich aufmerksam zu machen. Wenn dieses soziale Engagement durch Bewegung, bindungssuchendes Verhalten nicht hergestellt werden kann, dann dissoziieren die innerhalb von 2 Minuten. Bäm. Dann ist es windstill. Und in diesem Zustand, irgendwie bin ich schon da, aber ich bin abgeschnitten von Gott und der Welt, von mir, meiner Umgebung, von meiner Bezugsperson, das ist das Erleben der Depression. Ja?
keinen Zugang mehr zu haben zu irgendwelchen Ressourcen gefühlt im Innen oder im Außen. Das heißt, die Polyvagaltheorie macht uns deutlich, wenn dieser Zusammenhang über diesen dorsalen Vagus geht, ja, in welchem existenziellen Zustand jemand ist, aus dem er nicht willentlich rauskommt. Ich kann meinem autonomen Nervensystem nicht sagen, ist ja wieder gut. Ja. Dieses Grundbedürfnis nach Bindung und Beziehung, das durch den ventralen Vagus gekoppelt wird und mit dem Shutdown des dorsalen Vagus verbunden ist, bedeutet Lebensgefahr. Und diese Lebensgefahr im Sinne wirklich, je extremer diese Gefährdung ist, je extremer diese Stressregulation ist, desto deutlicher sind wir auch physisch in Gefahr. Nochmal, wir haben eine Regenerationsphase über den Parasympathikus, wir können uns fallen lassen, wir können uns unterwerfen bei Gefahr, wir müssen als nächstes uns totstellen, als gäbe es uns nicht. Alle Vitalfunktionen reduzieren sich und verändern sich. Es kommt zu einem Freeze-Zustand, aus dem ich nicht ohne weiteres wieder in eine Mobilität komme, oder es kommt zum Tod. Hypothese, vielleicht ist das die Nähe der schweren Depression durch die Suizidalität aufgrund dieser dorsalen, ja, Regulation im Parasympathikus. Die Todesnähe eigentlich durch einen lebensgefährlichen Zustand, der über das autonome Nervensystem aktiviert wird, ohne dass es real eine äußere Gefahr gibt, die wirklich, wo es wirklich um Leben und Tod geht, zumindest in den wenigsten Fällen. Auf einer emotionalen Ebene ist es gekoppelt mit Verzweiflung, mit Leere, mit Sinnlosigkeit, mit sich ausgeliefert fühlen. Und wir kennen das ja vor allem, denke ich, bei den Depressionen, dass es tatsächlich ein Elend ist, zu wissen, wie es mal war und gleichzeitig zu merken, ich habe keine Möglichkeit mehr aus diesem Zustand willentlich einen Kontakt wiederzukriegen zu meinen eigenen Ressourcen im Innen oder im Außen. Das heißt, übersetzt nach Porges, Depression ist die Ansammlung emotionaler und kognitiver Symptome, die auf einer physiologischen Plattform in der Immobilisierungsreaktion sitzt. Und eigentlich entstigmatisierend, ja, heißt es, in diesem Zustand der subjektiv interpretierten Lebensgefahr versucht uns unser Körper eigentlich zu retten. Emotional die Hölle. Ja? Vom Prinzip her eine Rettung. Das heißt, Depression dient und entspringt einem Überlebensmuster und tritt aus gutem Grund auf. Und das ist vielleicht unser Ansatzpunkt, ein neuerer Ansatzpunkt, ein anderer, ein basalerer Ansatzpunkt in der Therapie, dass wir sozusagen den Kontext verstehen müssen und dass wir natürlich neue Techniken mit implementieren müssen, nämlich wie können wir das autonome Nervensystem aus dieser Überlebenssituation rausbringen, nicht die Psyche zum Selbstwert. Bevor ich psychisch wieder in der Lage bin, mir Selbstwertquelle aufzubauen, wenn ich in einer schweren Depression hänge, wo alle subkortikalen Faktoren eigentlich mein physisches Überleben sichern wollen, braucht es andere Verfahren. Wir müssen was anderes implementieren. Wir Psychos müssen lernen, den Körper mit einzubeziehen. Ich habe vorhin in der Pause gesagt, ist ja eigentlich peinlich. Ne? Ist ja eigentlich peinlich, dass es heißt Körper, Seele, Geist. Und eben nicht nur Seele, Geist, Seele, Kognition, Seele, sondern dass wir noch was ganz anderes mit in unsere Therapiekonzepte aufnehmen müssen. Das heißt, wenn das soziale Bindungssystem mit Lebensbedrohung gekoppelt ist, das Musteraktivierte bis zum physischen Tod führen können, ist die Todesnähe, Suizidalität bei Depressionen womöglich in einem neuen Zusammenhang zu sehen, weil dies durch parasympathische und damit finale mögliche Überlebensmechanismen gesteuert wird. Depressionen sind damit eine adaptive Reaktion und resultieren aus Erfahrung, weil irgendwie hat unser System gelernt, so schnell in den Shutdown zu gehen. Habe ich eine sichere Bindungserfahrung, das wäre nochmal eigener Bereich, die Bindungstheorie, kann ich zurückgreifen auf eine gute, gelernte Stressregulation, wirklich auch mit unangenehmen, negativen, emotionalen Zuständen, körperlichen Zuständen besser umzugehen oder überhaupt umzugehen, habe ich eine ganz andere Resilienz.
Das heißt, unser autonomes Nervensystem neigt zu einer Übergeneralisierung, wodurch es zu Fehlinterpretationen kommen kann und depressogene dorsovagale Muster aktiviert werden, die kognitiv nicht verstanden werden und nicht in ein kausales Erklärungsmodell passen. Und jetzt mal so einen kleinen Schlenker noch. Wir haben ja in diesem Zusammenhang tatsächlich etwas, wo die Polyvagaltheorie davon ausgeht, wir müssen sozusagen eine Vagusbremse lernen. Die Annahme ist, es ist sozusagen etwas, was trainiert werden kann, dass wir nicht zu schnell in eine Hyperarousal kommen, Sympathikoton oder in den parasympathischen Shutdown. Und etwas, was uns auch im Kollegenkreis mittlerweile wirklich sehr beschäftigt, also ich nenne es nur noch die Lost Generation der jungen Erwachsenen. Wir haben eine Kohorte junger erwachsener Menschen, die keine Vagusbremse mehr haben, keine trainierte. Das heißt, die halten keinerlei negative inneren Zustand mehr aus. Mit massiven Symptomen, mit schweren Depressionen, mit Angstzuständen, mit teilweise Traumafolgesymptomen, die zumindest diagnostiziert werden, ohne wirkliche Traumatisierung, mit einer ausgeprägten Phobie, sich selber wahrzunehmen, weil es keine Steuerung mehr gibt, mit Frustrationen oder mit unangenehmen inneren Zuständen fertig zu sein. Da warten noch viele Dinge auf, die zu tun sind. Okay, das haben wir jetzt schon. Das heißt, Depression ist damit sozusagen eigentlich immer auch eine erneute traumatische Erfahrung der Hilflosigkeit und des Ausgeliefertseins, aber eben nicht nur, weil die Handlung so schlimm ist, sondern weil das System anspringt, das signalisiert, es geht eigentlich nichts mehr. Und die Autonomie, die gesunde Autonomie wird in diesem Zustand eigentlich eher erlebt als Isolation und Abgeschnittensein. Das heißt, als Schlussfolgerung, therapeutische Konzepte müssen wir eigentlich erweitern auf diese subkortikalen Erklärungsmodelle. Wir müssen den Körper mit einbeziehen. Wir müssen Interventionen mit einbeziehen, die es ermöglichen, dass das autonome Nervensystem in eine neue Balance kommt. Weil kognitive Konzepte erst dann greifen, wenn die parasympathische Notfallregulation auf körperlicher Ebene reduziert ist. Das heißt, nach dieser Hierarchie, wenn keine Sicherheit, auch keine Selbstverwirklichung, wenn keine basale Sicherheit emotional, dann auch keine neue Selbstwertquelle. Das ist mir alles wurscht. Wenn es mir ums Überleben geht, ist es mir egal. Ja, ich komme da gar nicht hin. Ja, etwas zu finden, was in irgendeiner Form tatsächlich wieder in ein besseres Lebensgefühl führt. Erst dann sind Frustrationen vielleicht auf beiden Seiten behebbarer, ja? Weil auch wir im Helfersystem fühlen uns ja häufig hilflos. Wir sind ja angesteckt von dem biologischen System unseres Gegenübers, wenn wir mit Interventionen versuchen einzugreifen, die halt einfach nur nicht dran sind. So, den Rest spare ich mir, glaube ich, gell? Das heißt, ein übergeordnetes Ziel wäre, die Kontaktfähigkeit wiederherzustellen zu sich und zu anderen, und zwar durch Sicherheitserleben. Da gibt es ganze Modelle, mit denen wir schon arbeiten, die wir aber meiner Meinung nach von der Konzeption auch umändern müssen. Zum Beispiel sowas wie innere Kindarbeit. Wenn ich in einem depressogenen Zustand bin, kann ich auch eine Tutsi-Duzi mit meinem inneren Kind machen, weil den Zugang kriege ich gar nicht her. Wir müssen da entschleunigen und mit anderen Möglichkeiten, die wir vielleicht erst neu erfinden müssen, arbeiten. Alle bekannten Maßnahmen sind natürlich richtig und wichtig, aber die können erst in neue Erklärungsmodelle eingebettet werden und auch in neue psychoedukative Modelle. Weil wenn ich betroffen bin, weiß, nein, das ist jetzt nichts, dass ich scheitere, versage, nicht gut genug bin, mich nicht genügend anstrenge, sondern dass es gar nicht geht, weil eben mein autonomes Nervensystem mich noch nicht freigibt aus dieser Überlebenssituation. Dann ist das natürlich eine hohe Entlastung auch für die betroffenen Personen. Das heißt, das große Ziel heißt, wir müssen rauskommen aus der blauen Gefahrenzone und dann natürlich nach Möglichkeit wieder hineinführen können, ventrovagal in eine Kontaktfähigkeit mit anderen Menschen, aber vor allem auch mit uns. Und ich glaube sogar, dass die Reihenfolge bei schweren Depressionen eigentlich erst einmal sein muss,
wieder einen Zugang zu sich selber zu finden, um damit überhaupt wieder in eine Kontaktfähigkeit kommen zu können, die in irgendeiner Form eine positive, ja, regulierende und ausgleichende Wirkung wieder hat. Ein langer Weg, aber ein neues Konzept, zumindest in der Psychotherapie, wo wir den Körper erwähnen, aber eigentlich nicht wirklich einbauen. Okay, vielen Dank. Frau Skopi, ganz, ganz herzlichen Dank. Polyvagaltheorie, noch plastischer, glaube ich, hätten Sie es nicht darstellen können oder bildhafter. Also ganz herzlichen Dank. Ich nehme mal an, dass es jetzt Fragen geben wird. Ich habe nur kurz eine Frage zu der Lost Generation. an was mangelt es der? Also ist das Corona-bedingt oder ist das einfach, dass die keine Frustrationstoleranz mehr üben durften? Und woher befindet sich das? Also ich ringe wirklich um eine Erklärung. Wir haben kollektiv ein Phänomen vor uns sitzen mit schwerwiegenden Diagnosen, mit schwerwiegenden Syndromen, würde ich schon fast einmal sagen, aber nicht wirklich mit einem plausiblen oder plausibel machenden Hintergrund. Aber was die alle haben, ist tatsächlich eine echte, wir nennen das ja so, Emotionsphobie. Die halten es nicht mehr aus, sich wahrzunehmen. Und zwar schon in einer homöopathischen Dosis. Und damit sind die grundsätzlich beschäftigt damit, entweder das zu schauen, irgendwo in ein angemessenes inneres Gleichgewicht zu kümmern. Die sind fulltime beschäftigt, sich um ihr eigenes Befinden zu kümmern, ja, weil sie in solche Abgründe stürzen. Und wenn man, und das, da wird es natürlich dann richtig spannend, ja, wenn das womöglich mit dieser Vagusbremse zusammenhängt, die nicht trainiert, ja, mit Frustrationen fertig zu werden, mit Verzicht fertig zu werden, also mit all dem, was man halt normalerweise vielleicht lernen sollte, ja, dann wäre das natürlich auf der einen Seite eine Katastrophe, also das ist die Quittung, wenn wir unsere Kinder wie in der Sänfte umeinander tragen, ja. Und auf der anderen Seite wäre das vielleicht auch ein Ansatzpunkt, weil wir mit unseren klassischen Methoden da tatsächlich nicht hinkommen. Wir kommen da nicht dran. Aber es ist ein kollektiver werdendes Phänomen. Sehr beunruhigend, extremst beunruhigend, weil wir invalidisieren auch, ja? Also ich habe nicht nur eine, das sind ja Kohorten, die mit Anfang, Mitte 20 berentet sind, weil sie nicht mehr in der Lage sind, irgendwie ein eigenständiges Leben zu führen. Und das sind nicht die, die verwahrlost sind, das sind Kämpfer. Die haben viel mehr sympathikotone Regulation, die gehen auch so durchs Leben. Ne? Sondern eigentlich, glaube ich, ist es ein Teil dieser Hypothese, völligen Überforderung durch Optionen. Wir sind stammeshirnlich, evolutionär nicht dafür ausgerichtet. Wir haben keine Hardware, die es uns ermöglicht, ja, gut damit umzugehen, so viele Optionen zu haben, so früh so viele Optionen zu haben und damit die Verantwortung für die Wahl der Optionen zu haben. Kleines Beispiel. Ich hatte einmal, da war es wirklich sichtbar, das war ein 16-Jähriger, ein bisschen narzisstisch aufgebläht, wollte auf jeden Fall mal Porsche fahren, aber auf keinen Fall für die Schule lernen, der Klassiker. Und dann waren die Eltern mit dabei und da war es wirklich sichtbar, das ist jetzt ein wenig überzeichnet, aber es war tatsächlich so. Möchtest du vielleicht Nachhilfe? Aber du musst doch schauen, dass du zumindest die 10. Klasse fertig machst. Brauchst du irgendwelche Unterstützung? Möchtest du vielleicht in ein Internat? Wir könnten aber auch gucken, dass du womöglich an die Voss wechselst. Wir haben Familie in Italien, du bist doch gerne bei Opa und Oma in Mailand. Die Mutter von den Osterinseln. Oder möchtest du auf die Osterinseln? Ungelogen, es ist so abgelaufen. Und mit jeder Option ist dieser 16-Jährige mehr in die Knie gegangen. Ja? Weil alles wäre wirklich realisierbar gewesen. Ja? Und er trägt die Verantwortung, die richtige Entscheidung zu treffen. Die sind fertig. Stehe ich auf oder nicht? Wäre ich vegan oder nicht? Arbeite ich jetzt oder später? Gehe ich in die therapeutische Werkstatt oder vielleicht erst morgen oder bloß eine Stunde oder gar nicht? Meine Hypothese. Keine Vagusbremse.
Jede Turbulenz, ja, jede kleine Turbulenz wird erlebt, faktisch erlebt, zur ultimativen Katastrophe. Keine Ahnung, was man mit dem macht. Ja, also ich meine, vielleicht für den Jugendlichen oder der jungen Generation oder auch uns die Vermeidung, in die Krise, ins Risiko zu gehen und dadurch zu lernen. Also ich denke mal, in meiner Schulzeit war es wichtig, dass wir viel Gruppenspiele gemacht haben und Gruppenerlebnis, Gruppendynamik. Und vielleicht fehlt es ja irgendwo auf einer Seite, dass man, weil die Gruppe selber reguliert sich ja mit vielen Frustrationen und da kommt. Wenn sie noch darf, dann ist es ja gleich Mobbing. Ja, und damit wird wirklich etwas nicht gelernt, nämlich das, was wir alle brauchen, nämlich die Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Ja, also ich sage mal noch gar nicht Selbstzufriedenheit und Selbstwert, sondern wirksam. Ich bin in der Lage, schwierige Situationen zu meistern. Also ja, wie soll ich stehen und laufen, wenn ich nur getragen werde? Ja, und das ist wirklich eine schwierige Situation. Ja, auch auf dieser Regulationsebene, weil es eben keine Kaskade mehr gibt, sondern Frustration sofort mit einer extremsten Bedrohungserfahrung gekoppelt wird. Und die hängen wirklich drin. Also nicht nur subjektiv, sondern echt, ja, weil die Regulation immer funktioniert. Mhm. Diese Theorie, die Sie da vorgestellt haben, die finde ich auch sehr interessant. Gibt es dazu schon Ansätze zu Therapien? Machen Sie das schon? Oder dieser Porches, hat der schon Vorschläge gemacht zu Therapien? Eigentlich nicht, weil der hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass das jemals für die Psychos relevant werden könnte, was er da eigentlich erforscht. Also es gibt keine klassische Einbettung in Psychotherapie. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben Elemente, es gibt Übungen, die man machen kann, die eigentlich total simpel sind, aber jetzt wissen wir wenigstens, warum es wirken, wenn wir das in so eine Konzeption mit einbinden. Aber wirklich ein echter Bestandteil in psychotherapeutischen Interventionskonzepten gibt es das noch nicht. Das ist noch getrennt. Körperpsychotherapie, der Peter Levine ist ja im Moment auch so ziemlich hip und populär, ja, hängt ja damit zusammen. Das ist ganz wesentlich. Die haben dafür wieder den Psycho- und den kognitiven Anteil nicht mehr dabei. Also es braucht eine Erweiterung in der Konzeption für alle drei Ebenen, Körper, Seele und Geist. Aber das ist noch sehr in den Anfängen. Mhm. Bei den ganz kleinen Kindern mit den Masken bin ich so ein bisschen skeptisch, weil ja eigentlich in den Kitas und zu Hause keine Masken getragen werden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ein anderer Effekt da ist, nämlich wenn Eltern von kleinen Kindern im Handy datteln, das kommt während dazu, die vor ihnen sitzen, oder was man ja auch häufig sieht, den Kinderwagen schieben und dabei telefonieren. Mhm. Das heißt, die reden mit jemand anderen, die das Baby aber nicht sehen kann. Und haben ja auch nicht die entsprechende Mimik auf das Kind. Ob das nicht auf die Dauer einen viel höheren Effekt hat, als wenn die Großeltern mal kurz mit Maske das Baby ansehen. Also ich glaube, das ist jetzt tatsächlich nicht die Auswirkung, sondern das war in einer Jugendhilfeeinrichtung, in einer Familienwohngruppe, die waren über Monate angehalten, tatsächlich Maske zu tragen. Die durften die nicht abnehmen, die haben es halt dann mal schnell weg. Ja? Das ist was anderes als private Kontakte, aber sie haben natürlich recht. Ja, und wenn ich mir manche Hebammen anhöre, die wirklich schon schier verzweifelt sind, die sagen, wie soll denn da noch Oxytocin gesteuertes Bindungsverhalten entstehen, wenn unmittelbar nach der Geburt der Säugling erstmal gepost wird, ja, bevor er angelegt wird oder willkommen geheißen wird. Ja? Also wir haben, glaube ich, viele Aberrationen, die etwas darin auswirken. Ich meine, das kann ja jeder machen, wie er will, aber wenn das sozusagen steuert, was auf unserer Stressregulation passiert, dann hat es natürlich schon Auswirkungen. Ja, ich wollte mich auch herzlich bedanken. Ich wollte auf die eine Frage noch mal kurz aus der Sicht sozusagen der biologischen Psychiatrie eingehen, nämlich ob es
Ansätze gibt, den Nervus vagus therapeutisch zu nutzen. Und mir sind jetzt während Ihres Vortrages eigentlich zwei Verknüpfungen eingefallen. Das eine ist überraschenderweise ja die Elektrokrampftherapie, die ich sehr lange betreut habe. Da ist es so, dass wenn ein Anfall stattgefunden hat, dann zunächst ein massiver Vagusreiz stattfindet. Das sieht man daran, dass der Puls extrem in Richtung einer Bradykardie geht und danach gibt es eine massive sympathische Gegenregulation mit einer massiven Tachykardie und einem Hochschnellen des Blutdrucks. Und das kann durchaus sein, also es gibt zum Beispiel auch bei der Beurteilung der Krampfqualität ein Parameter, wie stark diese sympathische Gegenregulation ist, also wie stark der Puls hochgeht. Das könnte man ganz gut einbinden in Ihr Konzept, dass eben mit diesen beiden Antagonisten gespielt wird und eben hier der Nervus Vagus dann ein Gegenpart hat, der massiv stimuliert wird. Und der zweite interessante Punkt ist, dass wir in der Psychiatrie die Vagusnervstimulation haben, die eigentlich aus der Neurologie stammt, wo man das ja im Rahmen der Epilepsiebehandlung schon hatte. Und es wird in Einzelfällen ja tatsächlich der Nervus Vagus, ähnlich wie einem Herzschrittmacher, angesprochen mit so einem feinen Geflecht von elektrischen Drähten, die da eingeflochten werden und dann einem bestimmten Frequenz regelmäßig stimuliert wird. Natürlich kann man sagen, ja, warum wird der Vagus jetzt stimuliert, wenn wir eigentlich wollen, dass er eher weniger eine Rolle spielt. Aber das ist eigentlich zwanglos zu erklären, weil ja unser ganzes Zentralnervensystem wie ein Mobile funktioniert mit Regulations- und Gegenregulationsmechanismen. Also es ist völlig gut vorstellbar, dass dennoch, wenn ich den peripheren Nervus Vagus an einer Stelle stimuliere, ist zentral ganz andere Umschaltungseffekte gibt, die dann noch in die gewünschte Richtung gehen. Also von daher berühren sich da, denke ich, auch die biologische Psychiatrie spannend. Und die Polyvagaltheorie. Danke. Sind noch weitere Wortmeldungen? Ja. Mach's noch ganz gut. Vielen Dank, das war höchst interessant. Ich wollte mal fragen, halten Sie den Vortrag auch anderswo oder kann man da auf Anfrage? Auf Anfrage, ja. Darf ich bloß noch fragen, weil Sie sagten wegen Übungen, ist es vergleichbar mit dem Klopfen nach Dr. Bode? Nee. Gut. Also das kann schon sein, dass das auch irgendwo wieder so eine Querverschaltung gibt, aber das hat jetzt erst einmal damit nichts zu tun. Danke. Ja? Sondern das sind wirklich ganz, ganz eigentlich auch einfache Übungen, was es bedeutet zum Beispiel auch über Musik. Ja? Musik. 2, 3, 4, genau. Eine Sache dazu, da muss ich als Fachpfleger in der Psychiatrie jetzt mal irgendwie eingreifen oder was sagen. Was schade ist, dass Entspannungsgruppen momentan nicht so stattfinden, weil Pflege fehlt. Und ich mache selber Yoga und Entspannungsgruppe und ich denke, da sind Parasympathikus und Sympathikus total angesprochen. Und da üben wir, dass die Leute sich selbst wieder fühlen. Und das ist nämlich eigentlich erst einmal die erste Therapie aus meiner Sicht. Genau, wenn Sie Glück haben. Wenn sozusagen eine Erfahrung in dem parasympathischen System ist, dass sozusagen das nicht als geht es mir gut ist, sondern als Lebensgefahr, dann schicken Sie jemanden, und das kennen Sie sicher auch, wenn der Entspannung machen soll, der geht Ihnen die Decke auf. Ja, weil der hält es gar nicht aus, weil das biologische System, nämlich das physiologische System, assoziiert es dann nämlich nicht mit Chillen, sondern mit Katastrophe, Tod, ja, Gefahr. Okay, also ich mache, wenn ich die Krise habe auf Station, mache ich Atemübungen. Super. Ne, das Ein- genau. und Ausatmen. Genau, ne, und das ist klar. Ausatmen länger als ein. Genau, also sprich, diese Theorie oder die Übungen, die Anwendungen der Polyvagaltheorie beinhaltet eigentlich jetzt nicht was völlig Neues. Das Rad wird nicht neu erfunden, aber es macht noch einmal einen anderen Sinn. Es kriegt noch einmal andere Funktionalität und Plausibilität. Ja, so. Dann glaube ich, sind wir jetzt am Ende angekommen. Wir danken Ihnen noch einmal ganz, ganz herzlich.